Ja, und das ist auch schon wieder unsere letzte gemeinsame Zusammenkunft. Und ich hätte gerne noch einmal mit euch eine kurze Meditation gemacht, so für 20 Minuten. Und dann wäre noch einmal die Möglichkeit, uns auszutauschen. Und dann gibt es noch die üblichen Verabschiedungsrituale. Aber zuerst wird einmal noch schön meditiert. Noch einmal zusammenfassen, was wir gestern und heute uns gemeinsam erarbeitet haben. Wenn wir bewusst den Entschluss fassen, also aus dem Bezug der Vergangenheit und Zukunftsgeschichten zu lösen, können wir zufrieden mit jetzt sein. Der Geist einmal Frieden geben, auch wenn alles, was er bekommt, der gegenwärtige Moment seiner Normalität von Geist und Körper ist.
wenn dadurch Erleichterung oder Zufriedenheit entsteht. Kann uns das dabei helfen, am Wegfallen lassen von Dingen Gefallen zu finden, die normalerweise Bausteine unserer Selbstvorstellung sind? Nach und nach können wir die Einflüsse der Vergangenheit, das Erleben des gegenwärtigen Moments auch erkennen. Als was wir uns sehen, wie wir uns fühlen. Immer wieder können wir da entdecken, wie die Konditioniertheiten der Vergangenheit die Finger im Spiel haben. Können wir auch entdecken, dass wir selbst diese Hüllen um den gegenwärtigen Moment wegfallen lassen können. Dass wir nicht nur zufrieden mit jetzt sind, sondern auch in Frieden mit der Bedeutungslosigkeit des Jetzt.
Ja, und schön, dass wir noch einmal meditieren konnten zusammen. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, euch mit mir und untereinander auszutauschen. Vielleicht zu überlegen, was euer mitnehmen könnt oder möchtet, wie ihr das vielleicht weiter üben könnt und so weiter. Ich fand das sehr spannend mit den Asavas, wie du das erklärt hast, und auch sehr alltagstauglich, diese Beeinflussung aus der Vergangenheit, weil die ja, denke ich, eine ziemlich große Macht über das Erleben haben, alle vier. Und oder schlichtweg, ja, so Selbstwahrnehmung, positive, negative, haben, glaube ich, damit zu tun oder schlicht dieser Sog hin zum Angenehmen und weg zum Unangenehmen. Ich glaube, das hat eine sehr große Macht in meinem Alltag. Aber die, wenn ich es bemerke, dann hat es ja die Chance, die Macht zu verlieren, denke ich. Und du hast das mit der Bahia-Methode erklärt. Und das fand ich sehr, sehr spannend und hilfreich. Und da möchte ich auch gerne dranbleiben. Ja, danke schön. Ja, auch die Verbindung, ne, zwischen der Bahia-Methode als Werkzeug, um mit den Asavas auch konkret zu arbeiten, ist hilfreich. Also hier ganz prinzipiell kann man ja sagen, denke ich, je einfacher ein Achtsamkeitswerkzeug, desto eher hat es auch die Chance, im Alltag überhaupt irgendwie eine Rolle zu spielen. Habe ich versucht, euch lauter ganz einfach zu bedienende Übungen zu zeigen. Ich habe auch eine Zeit lang das selber gemacht und auch schon Leuten empfohlen, quasi als Weisheitsupgrade für das Zufrieden mit jetzt, kann man auch Zufrieden mit nix nehmen. Und dann ist es gleichzeitig so ein bisschen ein Wortspiel. Und dann kann man auch ein bisschen über sich schmunzeln, weil man ja oft auch in einem ganz anderen Sinn zufrieden mit nichts ist. Und hier kann man dann aber zufrieden damit sein, dass die Wirklichkeit eigentlich aus nichts Beständigem, nichts wirklich asava unabhängig Bedeutsamem besteht. Na, aufpassen, wenn dir das jemandem erzählt, sagt, heute war ich wieder zufrieden mit nix und seid ganz stolz auf euch, dann werdet ihr vielleicht missverstanden. Ich fand das ganz interessant, ich habe also Gehmeditation gemacht und dann beim Gehen nur gehen. Und es war ein Unterschied gegenüber sonst, wo ich sonst immer Heben, Tragen, Senken gemacht habe. Bei Heben, Tragen, Senken war irgendwie noch mehr ich dabei. Und beim Gehen ist nur Gehen. Das war irgendwie so, als ich hatte ja nur einen Flur von 10 Metern und konnte sozusagen das Ich ziemlich herunterfahren, weil das ja, das geht automatisch. Also ich kenne von an, also ich gehe von bis zur Wand und wieder zurück zur Wand, immer hin und her. Sozusagen ein sinnloses Gehen, ein zielloses Gehen. Und dieses ziellose Gehen hilft irgendwie, das Ich loszulassen, was immer irgendwelche Ziele hat. Also das war, habe ich so empfunden.
Ja. Und vielleicht auch eben sogar noch im Vergleich zu dem Heben, Tragen, Senken fällt auch dieses Ziel noch weg, dass du das immer genau in Ja. kleine Etappen noch unterteilen musst, was ja auch eine relativ künstliche Unterteilung ist, nach meinem Gefühl, weil kein Mensch geht so im Roboterstil in drei voneinander getrennten Phasen, ne? Also es ist eigentlich immer so ein Bogen, wo das gleichzeitig passiert, das Heben und Tragen. Ja, interessant, ne? Auch dann eben zu bemerken, ich kann diese Tätigkeit mit meiner Achtsamkeit beobachten, die mich ja normalerweise wohin bringen soll. Und hier ganz im Gegenteil mir zeigt, dass es eigentlich nirgends hingeht. Eine Frage ist mir noch in den Sinn gekommen. Also was Silvia erzählt hatte mit den Bildern von den Flüchtlingen, da wo die Leichen angeschwemmt werden. Und ich mir überlegt hatte, wenn Buddha jetzt sozusagen heute leben würde und er würde die Bilder sehen, wie würde er damit umgehen? Also er war ja immer sehr bedacht, dass er kein anderes Wesen leiden muss, sozusagen, dass er auch dann nicht auf dem Pferd geritten ist oder so, sondern das nebenher gegangen ist, um dem Tier nicht irgendwie eine Last zu sein. Ja, naja, das eine ist ja, Handlungen zu vermeiden, die anderen Schaden zufügen. Und das andere ist einfach zu sehen, dass Wesen leiden. Na, also gerade wenn das dann auf einem Bildschirm irgendwo sichtbar ist, haben wir ja wirklich physisch damit gar keinen Berührungspunkt. Ja, und ich weiß nicht, der Buddha war jetzt in dem Sinne nicht gesellschaftspolitisch aktiv, hat sich da immer auch ganz bewusst rausgehalten. Aber wenn jemand von uns die Möglichkeit hat, sich da zu engagieren, ist das, denke ich, ein sinnvoller Teil einer gesamten Dhamma-Praxis, wenn wir da eine Freude daran haben und eben uns da in Großzügigkeit unserer Zeit oder unserer Ressourcen üben können und gleichzeitig ist das, glaube ich, gerade eine wichtige und sehr tiefgehende Praxis, auch mit diesem Erleben, das wir haben, wenn wir uns von so schockierenden Bildern betroffen sind, damit eben achtsam umzugehen, weil jetzt, wir fühlen uns da schlecht und als nächstes haben wir gleich auch noch ein schlechtes Gewissen und verurteilen uns vielleicht dafür, dass wir da einfach nur zusehen oder sonst irgendwas. Aber wieso eigentlich? Ja, also gerade in einer Praxis, wo wir immer wieder zurückkommen, zu dem, was im Hier und Jetzt passiert, können wir, denke ich, auch manche von diesen psychologischen Mustern ein bisschen entlarven und uns auch mit dem unangenehmen Gefühl, das ja da entsteht, nicht identifizieren in einem Ausmaß, dass wir uns dann dafür irgendwie schuldig fühlen, was anderen Menschen aus dramatischen Umständen heraus passiert. Also bei mir war das so, dass eigentlich so ein Gefühl, ein Mitgefühl entstanden ist, weil ich ja auch regelmäßig liebende Güte mache und dann war eher so ein Gefühl von Mitgefühl. Und es gibt ja auch hier in Kiel und Schleswig-Holstein auch, wo Flüchtlinge sind und oder selbst auf der Arbeit, wo ich arbeite, im Krankenhaus, auch da treffe ich manchmal auch Flüchtlinge. Und ich merke, wie ich mit einer Offenheit und einem Mitgefühl den Menschen dann gegenübertrete und dann auch sehr geduldig bin, wenn die manchmal Sprachschwierigkeiten haben, die Sprache zu verstehen. Und ja, das ist so ein Mitgefühl, was dann bei mir entsteht. Ja, schön. Ist doch gut. Ja, und
gerade dieses Mitgefühl als heilsame emotionale Reaktion auf so etwas Trauriges kann auch das Gefühl ersetzen, ja, ich mache da zu wenig oder ich bin da irgendwie das berührt mich auf eine Art, die mir ein schlechtes Gefühl gibt. Ja, also das, und das klingt vielleicht für jemanden, der jetzt das Mitgefühl nicht so verinnerlicht hat wie du, wenn du das jetzt irgendwem erzählst, ich habe da die Bilder gesehen und dann hatte ich tiefes Mitgefühl. Und das ist ja eigentlich eine heilsame und auch schöne Emotion. Und das, ne, diese, das ist quasi wie so ein Umwandler, auch wenn wir da Dukkha bezeugen, können wir trotzdem etwas Schönes und Fruchtbares daraus machen. Ich finde es gerade unheimlich spannend, weil ich sehe da die Kombination jetzt zu dieser Achtsamkeit in der Gegenwart, weil mir geht es so, wenn ich das mache, habe ich wirklich manchmal das Gefühl, ich fange so ein bisschen an zu fliegen oder so, da löst mich auf und das macht mir dann Angst. Und dann kommt ganz schnell wieder irgendein Gedanke, an den ich mich festklammern muss. Oder aber ich empfinde, dass ich verbunden bin mit den anderen und dann ist es so, dass ich das halt eben nicht trennen kann, dass da nur Meter ausreicht. Also wenn ich mich so arg verbunden fühle, denke ich, ich muss da jetzt wirklich aktiv was tun, weil ich das dann ein bisschen so empfinde, dass wir nicht sagen können, das ist einfach nur im Mittelmeer, sondern dann betrifft es mich. Oder seitdem ich das mache, kann es vielleicht anders da erklären, ist es so, dass ich wirklich definitiv kein Fleisch essen kann mehr. Nicht, dass ich Lust dazu hätte, aber ich habe einen Hund und immer, wenn ich vorm Schnitzel stehe, also es hört sich vielleicht blöd an, aber dann denke ich mir, das könnte mein Hund sein und dann geht das einfach nicht mehr. Also das ist keine theoretische vegane Entscheidung, sondern das ist so ein Gefühl. Und ich glaube, da hängt was zusammen. Und wenn alles wirklich nichts ist, dann wäre das egal, dass die anderen da ertrinken. Und das ist was, wogegen ich mich wehre. Ich weiß nicht, ob so ein bisschen klar ist, was ich meine. Es hört sich mir an, finde ich. Aber das beschäftigt mich im Moment jetzt sehr. Naja, das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen. Auf der Ebene, wo wir interagieren und mit Menschen in Bezug treten, da ist es natürlich nicht egal, wenn es jemand anderem schlecht geht. Aber die Wurzel hinter jedem menschlichen Dukkha ist immer das Festhalten der eigenen Erlebenskomponenten. Für uns und für alle anderen Menschen auch. Und die einmalige Chance, ein Wesen durch Weisheit von Dukkha zu befreien, haben wir mit uns selbst. Wir können keinen anderen Menschen vom Nichtwissen befreien. Das können wir nur bei uns selbst. Ne? Insofern ist diese Achtsamkeitspraxis eben immer auch nach innen führend, um die eigenen Prozesse zu befreien. Aber ich persönlich finde das auch schön, wenn ein Mensch das schafft, die innere Freiheit, die genau durch diesen Prozess entsteht, auch dazu zu verwenden, vielleicht mit einem Geist, der noch freier ist von schwierigen, komplizierten menschlichen Ambivalenzen, dann auch auf notleidende Menschen zuzugehen und ihnen zu helfen. Aber eben nicht aus einem Zwang heraus ein gutes Ego-Gefühl haben zu müssen, ne? Sondern aus der natürlichen mitfühlenden Haltung, die dann eben entstehen kann. Yes, ja, ich denke, das macht nur einen Unterschied. Stimmt, ja. Ein schönes Ziel. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir unseren Austausch auch langsam wieder beenden und uns verabschieden. Ja, und ich würde gerne die Gelegenheit, die letzten paar Minuten noch nutzen für die Dana-Rede. Erstmal vielen Dank, lieber Bhante-Pasana. Ich glaube, ich spreche da im Namen von uns allen. Und ich denke,
Wir können das durch eine Spende honorieren. Jetzt versuche ich, ob das klappt, ob man das lesen kann. Da kann man mich nicht mehr sehen. Spiegelverkehr. Ja, das kriege ich jetzt leider nicht auf die Schnelle hin. Ihr könnt aber die Kontonummer gerne auch bei Market nochmal abfragen oder Market verschickt sie. Ganz kurz noch ein paar Worte zur buddhistischen Spendenpraxis, zur Ermutigung. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, denn Buddha sagt, wer Nahrung spendet, spendet einen vierfachen Segen. Er spendet Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft. Daher wird ihm unter Himmelswesen oder Menschen langes Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft zuteil. Ich finde, das ist ja schon mal ein ganz guter Grund. Das Geben ist in der buddhistischen Lehre das erste der drei verdienstvollen Werke. Aber wir sollten uns nicht so viel Gedanken über Verdienste machen. Es kommt auf die Gesinnung an und es ist kein Deal zur Erreichung eines besseren Karmas. Vielleicht reicht es ja einfach, Freude am Geben zu haben. Und dass Schenken Freude machen kann, hat jeder von uns sicher auch schon mal erfahren. Was Buddha allerdings auch sagt, ist, es ist nicht gleichgültig, wen man beschenkt, sondern dass der Beschenkte auch würdig der Gaben sein sollte. Und das kann bedeuten, dass er einfach bedürftig ist, weil er keinen Besitz hat, so wie buddhistische Mönche, oder aber, dass man ihn beschenken will, weil man dankbar ist für das, was man vom Beschenkten erhalten hat. Also in unserem Fall, für diese Veranstaltung, für die Vorträge und Anleitungen. Ich mache es ein bisschen kürzer als gedacht, aber macht nicht. Wir sollten uns vielleicht schon die Frage stellen, auch in Bezug auf das Zufriedensein mit sich selbst, was ja auch Thema war, was brauche ich zur Zufriedenheit und was kann oder will ich teilen? Silvia Kolk sagt, Großzügigkeit ist eine Fähigkeit des Herzens. Wenn wir aus tiefstem Herzen großzügig sein können, sind wir frei. Beim Geben erfahren wir Verbundenheit mit dem Beschenkten. Durch Großzügigkeit im Geben entsteht ein Mehr an Energie, an Zwischenmenschlichkeit und Verbundenheit. Wir entdecken im eigenen Herzen den Reichtum und Überfluss, den der sich verschenken möchte. In diesem Sinn. Sado, sado. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr mit der Praxis gut zurechtkommt. Sei es jetzt dieser Aspekt, der ja auch nur einen Teilbereich und dieses wunderbaren großen Dhamma-Gebäudes ausmacht. Und alle Wege führen am Schluss zum großen weniger werden und erlöschen des Dukkha-Feuers. Und für diesen Weg wünsche ich euch allen viel Kraft und Erfolg und Freude dabei. Und bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit, für die Einladung und bin sehr erfreut, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat, trotz der weltlichen Hindernisse, und wünsche euch alles Gute.